Samson hat diesen Templern alles genommen. Er hat ihre Seelen verdorben und sie in all das verwandelt, wogegen sie eingetreten sind. In all das, was sie gehasst hätten. Es gibt nichts, was wir noch für sie tun könnten. Das ist mir durchaus bewusst. Ihr lasst zu, dass euch die Gedanken an Samsons Taten quälen. Und wenn dem so wäre? Ich weiß, dass die Roten Templer für Korypheus kämpfen, aber ich empfinde dennoch Bedauern für sie. Sie sind kaum noch menschlich. Das rote Lyrium hat Samsons Verstand nicht beeinflusst. Er wusste, was er tat. Und er wagt es so zu tun, als wäre es eine Gnade. Der Mann ist ein Monster. Ich bete, dass seine Informationen hilfreich sind. Das ist der einzige Wert, den sein Leben noch besitzt. Samson hat bekommen, was er verdient hat. Die Männer und Frauen, die er verraten hat, sie hatten etwas Besseres verdient. Samson verdient überhaupt nichts. Ihr kanntet Samson. Empfindet ihr nicht das geringste Mitgefühl für ihn? Früher hätte ich das vielleicht. Aber nach dem, was er getan hat... Mein Mitgefühl gilt jenen, die er verraten hat. Und damit endet es auch. Alles, was ihr über Samson sagt, ist wahr. Aber es ist vorbei. Ihr müsst es hinter euch lassen. Es ist vielleicht für uns vorbei. Und für Samson. Aber nicht für jene, die noch immer unter Korypheus' Kontrolle stehen. Die Roten Templer mussten vernichtet werden. Wir haben Korypheus' Armee zerschlagen. Einige von ihnen kannte ich vielleicht. Wäre mein Leben anders verlaufen, hätte ich sogar einer von ihnen sein können. Fragt ihr euch je, was geschehen wäre, wenn ihr nicht beim Konklave gewesen wärt? Wenn ihr nicht Inquisitor geworden wärt? Warum sollte es mich kümmern, was hätte sein können? Ich bin jetzt hier. Und Korypheus ist noch immer dort draußen. Ja, bis wir ihn aufhalten. Ja, manchmal. Mein Leben wäre deutlich weniger kompliziert und weniger gefährlich. Oder es wäre schlechter. Es würde dennoch Chaos herrschen und... Eigentlich sollte das tröstlich klingen, aber das tut es nicht. Nicht im geringsten. Ihr habt uns so weit gebracht. Viele schulden euch ihr Leben. Ob euch nun der Erbauer geschickt hat oder nicht. Ihr wurdet hier gebraucht. Ich bitte euch. Ohne mich wäre die Inquisition doch vollkommen aufgeschmissen. Dann ist es vielleicht am besten, überhaupt nicht erst über die Alternative nachzudenken. Ganz meine Meinung. Ich wäre dennoch hier. Nun ja, vielleicht nicht hier, aber unten in der Kaserne bei den anderen Freiwilligen. Ich könnte nicht einfach untätig zusehen. Nein, ich schätze, das könntet ihr nicht. Ein Leben ohne euch? Niemals.